Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion, kommentiert von Count Muku. Willkommen hier zurück in Tamriel. Hier sehen wir Ontus Vanin, den ich nicht kenne, und darum gehen wir raus. Nein, wir sind hier am Handeln in der Kaiserstadt. Und hier gibt nichts mehr zu handeln. Mystic Emporium, könnten wir neue Zauber kennenlernen? Wäre natürlich eine schöne Sache. Gut, wir haben sowieso nicht viel Magika, aber egal. Bitte fahrt fort. Ja. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Du darfst mir eine Menge anbieten. Die Frage ist, was du hier Intelligentes hast. Rührung der Wut, bla, gebundener Helm, sehr einfach Schloss öffnen. Nope. Das brauchen wir nicht. Ein gröberes Schloss öffnen, das wäre schon besser. Hat nicht so die coolen Sachen. Lebt wohl. Es gibt ja aber noch dieser Occasion-Händler. Von dem her göttliche Eleganz. Hier Edgar's Discount Spells. Der hat ab und zu auch mal ganz coole Sachen und auch für vernünftige Preise. Nun gut, zumindest einigermaßen. Hallo, Edgar. Was kann ich für euch tun? Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ja, das kannst du. Lastlindern wäre natürlich eine interessante Sache. Feder 50 Punkte für 240 Sekunden. Zwar 240 Sekunden. Wobei, die Frage ist, wenn man diesen Zauber anwendet, ist man ja leichter. Und wenn man innerhalb von diesen 240 Sekunden dann schneller reisen würde, weil man kann ja nicht schneller... Oder kann man schneller reisen mit übervollem Inventar? Ich habe keine Ahnung. Sollte ich zuerst ausprobieren, bevor ich hier zu viel Gold ausgebe. Schwere Wunde, Skamp beschwören. Ja, geht. Auf Wiedersehen. Läuft hier nicht so, wie ich das eigentlich vorgesehen hatte. Okay, Stäbe brauchen wir nicht. Von dem her geht es gleich weiter. Was ist los? Nein, Buchladen. Wobei, wir haben wahrscheinlich wieder endlos viele Bücher. Und sollten die zuerst mal loswerden. Hallo. Was wollt ihr? Ich will handeln. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Achte puerile Neckerei. Okay, na gut. Wir haben nicht übertrieben viele Rollen, die wir wahrscheinlich sowieso nie einsetzen werden, weil ich das immer vergesse. Naja. Vor allem hier die Schlösser öffnen Rollen, die bringen es doch eigentlich schon noch. Das Kampf beschwören, komm ehrlich. Kommt wieder! Schönen Tag. Und ciao. Suchen wir den nächsten Laden. Ich will das hier etwas schnell durchmachen, damit ihr nicht allzu lange hier mitschauen müssen. Ah, hier eine Fighting Chance. Da können wir wieder unseren Pfeilvorrat aufstocken. Das ist sehr gut. Ich hoffe, sie hat Zwergenpfeile. Was? Ich habe gesagt, Zwergenpfeile. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Und zuerst verkaufen wir unseren eigenen Müll, vor allem hier mal eine Runde Eisenpfeile, weil hier in Oblivion wiegen die noch und das kann doch ordentlich schon mal in die Hose gehen, wenn man dann zu viel hat. Elfenschild behalten wir, die Seelensteine eigentlich auch. Fackeln kosten nichts und wiegen nichts, von dem her spielt keine Rolle. Okay, was hat sie anzubieten? Feineisen, Langschwert. Ja, nee. Silberkurzschwert. Macht alles wenig Schaden. Silberpfeile natürlich sehr schön. Stahlkurzschwert. Wohl keine Zwergenpfeile, wobei die Silberpfeile können wir uns mal ehrlich mal 50 Stück oder so leisten, wenn es nicht allzu teuer ist. Mit 6. Och. Ups. Egal. Empfehlt mich euren Freunden. Auf Wiedersehen. Mal schauen. Auf jeden Fall sollten wir gleich mal durch sein. Da müssen wir nicht rein. Da müssen wir ebenfalls nicht rein.
gutes New Merchandise. Okay, ich glaube, das Inventar sollte einigermaßen wieder leer sein. Na gut, geht. Aber besser als nichts. Dann wollen wir mal schauen, wie es eigentlich ausschaut, wenn wir den Elfenschild ausrüsten. Ach ja, das ging ja so, dass man den ausrüsten konnte. Und dann hatte man ihn an, obwohl man ihn nicht anhatte. War auch ja witzige Sache. So. Okay. Dann mit Schwert, wie sieht das aus? Jo, eigentlich ganz akzeptabel. Gut. Wie konnte man hier die Außenansicht? Ah. Jo, sieht so aus. Goldig passt jetzt nicht wirklich zu unserer schwarzen Kluft, aber egal. Muss uns ja nur verteidigen. Was liegt denn hier rum? Kragenhemd und Reithose. Wer wirft hier denn Kleider auf die nasse Straße? Gibt's ja nicht. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie es mit den Quests aussieht. Gut, das sind die aktiven Missionen. Daher die laufenden Missionen. So, die Tür in der Bucht von Nieben machen wir noch nicht. Das will ich nach der Hauptstory machen. Ist eine sehr coole Quest, allerdings, wie schon gesagt, nach der Hauptstory. Suche nach Wurzeln? Nope. Arena? Könnte ich vielleicht weitermachen. Hier das mit der Statue, da habe ich noch keine gefunden. Möbelstücke habe ich schon zum Teil. Ach, das dunkle Geschenk von Valtieri lehne ich dankend ab. Ach, hier die Mission in Fort Zutsch. Wollen wir die mal wagen? Wieso nicht? Schlechte Arznei. Am Ende der Galaxis. Na klar. Ach komm, weißt du was? Wir reisen trotzdem mal hin. Die Frage ist, von wo kommen wir leichter an? Wahrscheinlich von Anvil aus. Müsste ich euch eigentlich auch mal zeigen, die Stadt. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Von dem her. Aber ich werde die Städte sowieso einzeln mal noch besuchen gehen. Mal etwas länger vielleicht. Weil sie sind doch ziemlich sehenswert. Ist das die Person, die ich denke, dass sie es ist? Jawohl, Maik der Lügner, der El Clasico in Oblivion und später dann auch in Skyrim als kleines Easter Egg eingebaut, obwohl natürlich 200 Jahre zwischen der Story liegen. Hey Maik, warte! Glaubt man ja nicht. Okay, das war's wohl. Größte Legende ever getroffen, haut ab. Was geht? Wobei, wartet mal. Hab doch schnell gespeichert. Hallo Mike, du kommst mir nicht davon. Mike weiß viel, sagt manches. Mike weiß viele Dinge, die andere nicht kennen. Wie schon gesagt, denkt daran, dass er ein Lügner ist, sonst würde er kaum so heißen. So, was hast du für Gerüchte zu erzählen, Mike? Ich weiß nicht, warum man ein Gebäude zerstören sollte. Es dauert lange, bis es gebaut ist. Sehr lange. Okay. Gibt es hier eigentlich unterschiedliche? Das ist die Frage. Oder braucht er eine Weile, bis er es updatet? Mal schauen. Ich weiß nicht, warum... Okay. Der bringt im Moment immer das Gleiche. Okay, jetzt kannst du von mir das abhauen. Okay. Da seht ihr übrigens, Tamriel hat zwei Monde. Sieht übrigens echt cool aus. Nice. Und die Stadt hier ist auch nicht schlecht. Gehen wir mal kurz rein. Einfach mal so, um es zu zeigen. Vielleicht bekommen wir ja sogar eine Quest an den Kopf geklatscht. Weil wir die Stadt betreten. Man weiß ja nie. Willkommen in Anvil. Übrigens eine sehr, sehr coole Stadt. Mag ich echt, weil es hat so ein Mittelmeer Anhauchdingens. Seht euch allein die Häuser an, sieht das nicht cool aus? Aber wir haben eine Quest zu erfüllen. Und in der Stadt umschauen können wir uns dann ja später noch. By the way, auf dem Bild hier im Ladescreen seht ihr noch einen Typ in Elfenrüstung und der Helm sieht echt behämmert aus. So viel muss gesagt sein. Aber jetzt brechen wir auf, um Roderick das Handwerk zu legen. Los geht's, meine Freunde, mal schauen, ob wir
den Weg finden. Einfach mal den Weg entlang reiten und dann sollten wir eigentlich auf einem guten Weg sein. Irgendwo hier in den Hügeln am Meere haben die eine Festung gebaut. Ist natürlich auch keine schlechte Location. Banditen mit Geschmack, gibt's das? Okay. Ich frage mich sowieso nicht mehr. Dort unten ist irgendein Lager. Sieht man hier auf dem Kompass. Dort geht irgendwas ab. Ah, das ist eine Wache. Dort oben ein Typ mit Fackel. Weil es wird ja Nacht. Wow. Dies ist ein Überfall. Gib's her oder stirb. Alter, was geht? Erschreck mich nicht so. Fetter Zweihänder, der zwergisch ist, allerdings nur Lederrüstung, von dem her. Fight! Ganz einfach! Was ist los? Werdet ihr müde? Meine Wache hier wird mir ja helfen. Wie wär's mit Bogen? Nichts wie weg. Ich bin auf eurer Seite. Nicht gut! Wobei, der ist keine echte Bedrohung. In your face, wenn du so langsam bist. Und der ging direkt ins Knie. Ach, elender. Die Elder Scrolls Insider. Okay. Dietrich, danke, mein Freund. Und du hast keine Hose mehr. Du hast keine Hose mehr. Und mit dieser sinnlosen Aktion hier beende ich die Folge. Das war wieder Let's Play Oblivion. Kommentiert von Count Muku. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder Let's Play Oblivion mit eurem Count Muku. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.